Hallo und willkommen zu Ich habe da mal eine Frage. Heute, was ist eine Beziehung? In der Bibel heißt es bei 2 Mose 33, 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Trotzdem sagen mir Christen, es ginge um eine persönliche Beziehung mit und zu Gott. Das ist ein Widerspruch für mich. Als Skeptiker und jemand, der logisch denken kann, darf und auch tut. Nicht umsonst war es Christen über Jahrhunderte verboten, die Bibel zu lesen. Aber was ist denn eine Beziehung, ein Substantiv, Verhältnis, Verwandtschaft, Verbindung, Bindung, ein wechselseitiges Verhältnis untereinander? Was Christen, glaube ich, in erster Linie haben, ist ein Bedarf. Sie brauchen einen Gott, warum auch immer. Und meist greifen sie zu eben dem Gott, der ihnen, sowie die jeweilige Sprache, als Kind beigebracht wurde, meistens. Geradezu ein Wunder, dass sie genau in der Region aufgewachsen sind, in genau der einzige und wahre Gott üblich ist. Dann wird ihnen eingeredet, sie müssten eine Beziehung haben zu ihrem Gott, der ja nur genau das will, nur irgendwie vergessen hat, das auch in der Bibel zu erwähnen, dem Bedienungsanleitungsheftbuch. Dort steht nämlich nichts davon, wenn ich es nicht überlesen habe. Aber warum sollte ein Gott Menschen erschaffen? Warum sollte ein Gott Menschen brauchen? Wozu braucht ein Gott die Beziehung zu Menschen? Als Spielzeug? Als Haustier? Als Anbeter, die das Götter-Ego streicheln? Ich habe mal als Jugendlicher einen Brief an Olivia Newton-John geschrieben, weil ich die so toll fand. Hatte ich jetzt eine Beziehung zu ihr? Wohl kaum. Was also ist eine Beziehung zu Göttern oder und Göttinnen? Kann ich mit ihnen kommunizieren, Fragen stellen, Antworten bekommen? Kann ich da irgendwie in irgendeine Form der Interaktion treten? Ist es mehr als eine Einbildung? Mehr als eine Wahnvorstellung, mehr als eine Illusion, eine unbegründete falsche Vorstellung, ein Fantasieprodukt und dazu noch Hochnäsigkeit und Überheblichkeit zu glauben, man sei mit einem der Götter in einer persönlichen Beziehung? Wieso kann dieses, naja, Hirngespinst niemand anders wahrnehmen und niemand sonst verstehen, der nicht Teil der Gruppe ist? die ja immer kleiner wird, weil Menschen langsam merken, was da eigentlich los ist.